günstige und sichere FIFA-Coins, checkt gerne meinen Sponsor IG voll ab. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die ist natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaufen unterstützt. Ihr seid die Besten. Wir holen uns mal direkt die Live-Spielerkarte von Salah ab. 98er Player of the Year und ich bin ehrlich am Überlegen, Leute, ob wir den machen sollen oder nicht, weil das Ding ist, der hat zwar ein 98er Rating, ne? Das Problem ist halt, bald kommt ja das Team of the Season. Ich weiß halt nicht, ob der Team of the Season nochmal krasser wird. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil sonst müsste der Team of the Season ja ein 99er Rating bekommen und dann wäre der eigentlich unnötig und blöd ist EA ja wahrscheinlich auch nicht. Deswegen wird wahrscheinlich der Team of the Season 97er Rating bekommen. Aber ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Der kostet hier 1,2 Millionen fast. Der 97er Team of the Season Salah wird hundertprozentig günstiger sein. Und, ja, okay, er hat natürlich auch nur ein 97er Rating, aber man kann ihn halt auch wieder verkaufen. Und da sind die Vorteile eigentlich schon bei dem 97er Team of the Season. Was meint ihr? Sollen wir die Play of the Year Karte machen oder sollen wir noch abwarten? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, machen oder warten. Ich bin gespannt, was ihr so meint, Leute. Lasst gerne wieder ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Wir machen heute ein Buy the Best Guy. Ihr kennt das Ganze. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder die 2000 Likes packen würden. Und falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid, danke für Unterstützung. Wir starten dann nochmal direkt mit dem ersten Spieler und zwar mit dem ZOM. Ihr kennt das Ganze bei The Best Guy in der Premier League. Das wird heute interessant. Wir nehmen jeweils den Highest-Rated Spieler von diesen sechs, die hier zur Auswahl stehen. Roberto Firmino als Path to Glory Card. Das ist der Highest-Rated mit 87. Ich würde sagen, das ist ein guter Start. Roberto Firmino holen wir kurz. Damit kann man arbeiten. Eigentlich ein Stürmer, aber als ZOM eigentlich auch eine Maschine, Mann. Der zweite Spieler von Liverpool. Wir nehmen jetzt mal den hier als ZM. Der ist mit 200.000 oder 205.000 noch knapp 30.000 billiger als der eben. Ich muss sagen, Firmino, Leute, ich glaube, der wird auch einen komplett kranken Team of the Season bekommen, Alter. Das wird echt heftig, Mann. Der mit Salah und Mané, die gehen ja richtig ab, Leute. Ihr wisst es, checkt auch gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die neuen Nice Hoodies. Gibt es in Rot, in Blau als T-Shirt, Handyhüllen, Popsocket, Sweater und natürlich noch viele weitere Sachen ab jetzt in meinem Shop. Link ist wie immer oben in der Videobeschreibung und als Team of the Season Special noch alle Designs auf blauen Pullovern. Also gerne mal abchecken, wie immer gratis Autogrammkarte zu jeder Bestellung dazu. Und wie immer, 5 Stück sind limitiert hinten mit einem Smiley oder E-Mail-Adresse. Wenn ihr eine dieser 5 limitierten Autogrammkarten bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse und ich schicke euch dann auch meine Nacken, Leute, noch ein Paket aus meinem Shop zu mit 3 Sachen, die ihr euch ausruhen könnt. Also, falls ihr noch was holen wollt, Link ist oben in der Beschreibung. Vielen Dank für Unterstützung. Wir machen mal weiter auf der Innenverteidigerposition. Highest Rated aus der Premier League. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele High Rated Spieler. Obwohl, doch, Mustafi gibt es zum Beispiel. 86er Mustafi. Boah, ist in Ordnung, Mann. Geht klar, Mann. 70 Tempo ist noch annähernd in Ordnung. 80.000 kostet der. Warum ist Mustafi so teuer, ey? Ist er eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich wert, aber naja, okay. Wir holen kurz Skodran, Mustafi. Vielleicht kriegen wir den noch. Ach, der hat noch einen 87er. Wir haben den 86er aber bekommen. Kacke, Mann. Ey, Leute, ich sehe es nicht ein, Mann. Ganz ehrlich. Der 86er. Das hier ist der billigste. 65. Das kann euch euer Ernst sein. Und hier, den gibt es schon für 52. Ey, Leute, ich kaufe jetzt nicht den 86er für 10.000 mehr, obwohl der 87er noch billiger ist. Wir nehmen jetzt den hier, Alter. Den 87er nehmen wir jetzt hier für 52.000. Ich kaufe doch nicht für 65.000 den 86er. Was sind das für Preise? Wer stellt denn für den Preis auf den Markt? Wer kauft den ab, Mann? Ey, das konnten wir nicht machen. Stellt euch mal vor, wir hätten den jetzt abgekauft. Wisst ihr, wer der sich zu Hause kaputt gelacht hätte, Mann? Dass wir einfach den 86er für 10.000 Münzen mehr geholt hätten. Das geht nicht klar, Leute. Okay, wir machen weiter auf der ZDM-Position. Wie immer ZDM, ZOM und ZM. Wir suchen als erstes mal hier den ZDM. Und das ist der Highest Rated. Wir sind beide Best Guy. Bakayoko. Ja, Bakayoko ist es. Moi. Hat auch 82. Allerdings ist Bakayoko als erstes am Start gewesen. Von daher holen wir Bakayoko. Den Pilzkopf, Leute. Ihr kennt ihn. Ey, der war jetzt lange Zeit nicht am Start, Leute. Alle Hashtag Pilzkopf in die Kommentare. Er ist endlich mal wieder am Start. 33.000 ist auch richtig günstig geworden. Man hat auch keine Special Card mehr bekommen. Also, der ist bei Chelsea auch irgendwie nicht so durchgestartet, wie man gedacht hatte. So, wir machen weiter auf dem linken Flügel. Komm, wir gehen mal hier ein bisschen in die Offensive. Wen gibt es denn auf dem linken Flügel? Coutinho gibt's. Arnautovic. Ja, ist auch noch high-rated, glaube ich. Ich habe mittlerweile auch schon 88er in Form. Wir haben den 87er Arnautovic. Hat der nicht auch einen 88er oder ist das der highest-rated? Boah, das weiß ich gerade nicht. Egal, Mann. 87er Arnautovic, Sané wäre noch gewesen. Mané, sage ich schon. Son wäre auch hier gewesen. Bolassi. Eigentlich ganz gute Spieler, aber Arnautovic, da bin ich mir zufrieden. Das ist ein guter Spieler.
So, wir suchen den nächsten Innenverteidiger nach Arnautovic. Schauen wir mal, ob es jetzt noch ein höherer wird hier als 87. Also ich muss sagen, Innenverteidiger hat die Premier League echt nicht so viele high-rated Spieler zu bieten. Aber hier haben wir immerhin, Kolasinac ist es. Ich wollte schon sagen Van Dijk, aber Kolasinac ist es. Die Foot Birthday Karte, 84er rated, Laporte, Ake, wären ja auch noch gewesen. Aber Kolasinac war natürlich der Erste dann mit dem hohen Rating. Das heißt, wir holen hier die Foot Birthday Card von Kolasinac. Eigentlich perfekt, Mann. Der Typ ist absolut krass, Mann. Ihr wisst es selber, 82 Tempo, das spricht für sich. Und der kostet nur 43.000, eigentlich richtig krank. Indirekt mit. Er legt jetzt hier sogar perfekt unseren Score dran, Mustafi, weil er auch ein Spieler vom FC Arsenal ist. Wir gehen mal auf unsere Linksverteidigerposition. Dann könnte es natürlich jetzt auch Kolasinac werden, den haben wir allerdings schon. Dann könnte es noch Alonso werden. Young hat auch ein High-Rating. So viele High-Rated-Spieler gibt es gar nicht auf der linken Verteidigerposition. Kolasinac, wie ich gesagt hatte. Allerdings haben wir den schon. Das heißt, der nächste Spieler ist dann Alonso, hat dasselbe Rating wie Ashley Young, aber war natürlich hier früher am Start. Okay, wir holen also Alonso. Ich glaube, Kolasinac ist der highest rated auf der Linksverteidigerposition. Ja, sieht auf jeden Fall danach aus. Ich glaube, höher als 85 gibt es gar keinen. Aber okay, wir holen Alonso, Marcos Alonso. Einen Verteidiger haben wir nur noch, dann würde ich sagen, gehen wir mal... Ach komm, wir gehen mal auf die Torhüterposition, Mann. Ach, ich hatte schon alles eingestellt, scheiße, alles wieder weggemacht. Naja, alles nochmal neu. Okay, vielleicht De Gea, vielleicht Ederson, das sind die zwei. Highest-rated Torhüter war so klar, Mann, Ederson war so klar. Ey, das ist immer, ich krieg so oft Ederson in Premier League Drafts, aber vor allem, wenn wir hier den By the Best Guy natürlich machen, war es irgendwie schon abzusehen, dass es hier eh Ederson wird. Aber geht klar, Mann, 87er Ederson. Als Once-to-Watch-Card oder als Info schauen wir mal, welcher günstiger ist, aber viel günstiger, obwohl doch, ja, ist schon gut günstiger, 95.000, der Once-to-Watch kostet einfach 120 oder so, also es ist schon in Ordnung. Okay, den gibt es hier auch für 96, der andere, der Info war für 95, dann würde ich sagen, nehmen wir den Once-to-Watch, könnte man wahrscheinlich hinterher sogar noch besser wegbekommen, weil falls er nochmal ein Info bekommen sollte, geht er dann natürlich auch wieder mit hoch, von daher wird er wahrscheinlich im Preis stabiler bleiben. Wir kommen auf die Stürmerposition und da gibt es Spieler wie Lukaku, wie Aguero, wie... Wo gibt es noch? Giroud gibt es, Leute. 87er Giroud ist ja momentan im aktuellen Team of the Week. Ich hoffe mal nicht, dass wir den bekommen, weil der hat 60 Tempo oder so. Wir schauen einfach mal. Let's go, das ist unser highest rated Stürmer, Firmino. Aber den haben wir schon. Firmino haben wir schon, können wir nicht nochmal ins Team einbauen. Das heißt, wir müssen auf der zweiten... Ah nee, Quatsch, wir müssen nicht auf der zweiten Seite gucken. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach den anderen Spieler, der highest rated ist. Und das wäre Cenk Tosun, die 84er Informkarte. Ja, machen wir so, würde ich sagen. Weil Tosun ist ja jetzt hier so gesehen dann der nächste highest rated Spieler auf der ersten Seite. Schauen wir mal, wer es auf der zweiten Seite geworden wäre. Fuck, Gott sei Dank, alter Lukadia. Okay, also wir holen kurz. Lukaku ist hier. Cenk Tosun als... Was hat der? 84, ne? Geht klar. Tosun ist am Start und dann geht es ab ins Mittelfeld, würde ich sagen. Mit diesem highest rated Spieler ist Sigurdsson, nicht Ramsey. Ramsey war jetzt als zweites am Start. Hero Card von Sigurdsson. Ah, den haben wir jetzt auch. Den, wisst ihr noch, am Anfang haben wir den relativ oft in den Bayfest Guys am Start. Der ist eigentlich sogar in Ordnung, nehmen wir mit 34.000. Hat einen guten Schuss und glaube ich, hat der 5-Star Weakfoot? Ich meine schon, ne? Oder? What the fuck? Wie komme ich auf 5-Star Weakfoot? Der hat 3 Sterne schwacher Fuß. Wie komme ich auf 5? Ganz kurios. Wir kommen zum letzten Spieler und hier gibt es Valencia und Walker. Walker ist sogar higher rated, Leute, denn Walker hatte die Once-to-Watch-Card auf der Rechtsverteidigerposition und dadurch, dass er ja einen 86er Innenverteidiger bekommen hat, ist ja auch die Rechtsverteidigerkarte hochgegangen. Das heißt, es wird wahrscheinlich entweder Valencia oder Walker werden. Wir schauen mal, ab geht's und es wird Walker. Ne, Azpilicueta! Azpilicueta gibt es ja auch noch. 88er rated. Den habe ich ja ganz vergessen. Stimmt. Azpilicueta ganz am Ende. Ey, ich habe ihn gar nicht gesehen erstmal. Ich habe direkt wieder auf Walker geschaut. Azpilicueta. Stimmt, Mann. 88er rated. Ey, nice, Mann. Okay, jetzt haben wir sogar noch eine. Wir haben schon eine Foot. Doch, wir haben schon eine Foot Birthday. Genau, mit. Wie hieß der andere? Kolasinac, genau. So, 169.000. Ja, nehmen wir mit, Digga. Also hier wäre Walker gewesen, wie ich es gesagt hatte. Valencia war hier gar nicht. Aber okay, Azpilicueta habe ich ja voll verpeilt. Wo ist dein Bild schon wieder hin? Schon wieder dieser Fail, jetzt ist sie wieder da. Läuft auf jeden Fall. So, das ist also unser Team. Also das Team ist so mindestens
ja, 900.000 oder so wert, fast sogar 1 Million. Also es geht um einiges, ihr wisst es, ihr kennt die Discard-Regeln. Als erster Spieler fürs erste Gegentor wäre Azpilicueta dran. Dann Ederson, beziehungsweise Arnautovic oder Mustafi oder Firmino. Wir haben dreimal, ne, viermal einen 87er. Ab geht's, Leute. Da haben wir unseren Gegner. Ein AS Rom Wappen und AS Rom Trikots. Also der macht ernst, Alter. Kompletter Roma-Fan. Aber Premier League Team. Ja, sieht ein bisschen ähnlich aus. Er hat Bakayoko genauso wie wir. Er hat Firmino so wie wir. Und das war's dann auch. Rooney als Foot Birthday Card. Okay, Premier League gegen Premier League. Aber wir haben volles Special-Karten-Team und Salah, also eigentlich einen kleinen Vorteil. Ab geht's. 99 Tempo, Digga. Salah, 99 Tempo. Salah, 99 Tempo. Nach. Ich wollte ihn gerade durchlegen, ey. Aber der Gegner ist nicht schlecht, muss man sagen. Der Gegner ist nicht schlecht, aber das hat er schlecht gemacht. Und das ist Cenk Tosun, 1:0. Ah, das war schwach verteidigt, Mann, Junge. Salah, ey, was der für einen Antritt hat, Mann. Das gefällt mir schon richtig. Junge, 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 wie der losläuft, ne? So klein und flink ist er auch noch. Richtig krass. Hier war er nicht beteiligt, aber egal. Das ist krass. Das ist echt krass. Wie schnell der Typ. Alter, habt ihr diesen Antritt wieder gesehen? Junge, das geht nicht. Ich komme selber nicht klar, Mann. Ganz ehrlich, ich weiß selber nicht, wo ich hinlaufen soll. Salah, zeig mal, was du drauf hast. Zeig mal deinen Antritt. Zeig mal deinen Antritt. Der Typ ist nicht normal, Alter. Der Typ ist... Oh, nicht normal! Salah, was war das denn? Hashtag Salah in die Kommentare. Alter, was war das denn für ein Schuss? Okay, damit hätten wir schon mal Salah gesichert. Ihr wisst es, wir müssen immer ein Tor mit unserem Kapitän machen. Sonst müssen wir unseren Kapitän abstoßen. Und das Tor haben wir jetzt gemacht. Und was ein Ding, ey. Junge, Junge, Junge. Der ging genau in den Winkel. Keine Chance für Luis. Alter. Junge, ich glaube, ich muss mir den machen. Ey, ich muss mir den, glaube ich, holen, Leute. Er ist ja unnormal. Und das war's dann auch. Der Gegner hat keinen Bock mehr, Leute. Das heißt, wir müssen noch nicht mal zum Spieler abstoßen, weil der Gegner kein Tor gemacht hat. Nice, Mann. Alter, wie krank ist bitte Salah, Leute? Holt euch den. Ich glaube, ich muss mir den auch machen, ey. Das hat mich gerade... Also diese 22 Minuten, die haben mich schon überzeugt. Und das war eine richtig kurze Distanz. Und wenn einen der Spieler so schnell überzeugt, dann ist das schon ein Zeichen, Leute. Das war's dann von dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, checkt jetzt noch gerne meinen Shop aus. Falls ihr Bock habt auf die Nice Hoodies, ihr wisst es, gibt es in Rot und in Blau. Ab jetzt in meinem Shop. Link ist oben in der Beschreibung. Natürlich auch als T-Shirt, Sweater, Handyöl, Popsocket und vieles mehr. Und natürlich auch, ihr wisst es, als Team of the Season Special. Alle Hoodies im blauen Design, als blauer Hoodie. Also gerne mal abchecken. Link ist oben in der Beschreibung, wie immer, ihr wisst es. Und gratis Autogrammkarte natürlich wie immer dazu, von mir unterschrieben. Und 5 Stück sind weiter limitiert mit dem Smiley und einer E-Mail-Adresse drauf. Habt ihr eine dieser 5 limitierten Autogrammkarten bei eurer Bestellung dabei, meldet euch bei der E-Mail-Adresse. Ich schicke euch dann ein Paket aus meinem Shop zu mit 3 Sachen, die ihr euch aussuchen könnt. Also gerne abchecken, Link ist oben in der Beschreibung. Macht's gut, Leute. Haut da rein, bis morgen und ciao.